Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Twizy-Video. Heute haben wir mal wieder was ganz anderes. Und zwar habe ich heute Besuch, der Michael ist bei mir. Und der kann was, was ich nicht kann. Der kennt sich mit CAD aus und 3D-Druck und sonst was. Und der hat uns was mitgebracht. Hier seht ihr, wo sehen wir es? Hier seht ihr, das kennt ihr alle. Das ist ein kaputter Twizy-Spiegel gebrochen. Da ist die Halterung hier innen angebrochen. Und was wir jetzt planen ist, dieses Teil kommt euch bekannt vor. Das ist der Unterbau vom Spiegel. Und hier wollen wir eine Adapterplatte machen, um irgendwelche marktgängigen Spiegel, die auch lieferbar sind, jetzt dann an den Twizy dran schrauben zu können. Und jetzt gehen wir mal raus und probieren mal am lebenden Objekt, wie die Passgenauigkeit von diesen zwei Probedrucken ist. So, jetzt sind wir am Objekt. Hier ist ein Twizy, der gerade mal zum Lackieren gestrippt ist. Damals mal notdürftig die Türe hingenagelt. Und hier ist jetzt die gedruckte Adapterplatte, die hier reinkommt. Die Schrauben passen. Das sind jetzt die Original-Spiegelschrauben. Und damit hätten wir jetzt mal eine. Ich schraube das jetzt mal schnell fest. Jetzt haben wir hier schon mal die erste gerade Platte, um hier irgendwelche Zubehörspiegel dran festzumachen. Komm mal mit deinem Motorradspiegel daher. Jetzt mal nur so als kleines Beispiel. Hier zum Testen haben wir mal so ein, oder besser gesagt, hat der Micha so ein Alispiegel besorgt. Und jetzt fehlt halt hier noch das Zwischenteil. Und wir sind jetzt gerade noch am gucken, ob wir eventuell auf ein Großserienmodell gehen, irgendwie von einem VW Polo oder von einem Golf oder irgend sowas, wo es einen guten Drittmarkt gibt. Und dann eben entsprechend hier in dieser Grundplatte jetzt noch eine Aufnahme konstruieren, wo man den dann hier auf diese Platte draufsetzen kann. Ja, das ist der aktuelle Stand, Projekt Spiegel, weil wer mal versucht hat, einen Spiegel zu bestellen für ein Twizy, der weiß, warum wir an dem Projekt arbeiten. Wenn es dir heute ein Twizy zusammenfährst und der Spiegel ist kaputt, hast du keine große Freude. Das ist ähnlich wie Bremszettel hinten. Da habe ich leider für euch auch im Moment noch keine neue Information. Aber da habe ich die Zusage, dass die in China nachgefertigt werden. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen, aber ich bleibe da am Ball. Wenn irgendjemand von euch ein Fahrzeug einfällt, das vom Spiegelfuß her auf diese Adapterplatte passen könnte und aus europäischer Massenproduktion kommt, also sprich, wo im Drittmarkt auf jeden Fall günstige Spiegel zu bekommen sind, meldet euch einfach mal. Ciao!